Eduardo Camavinga ist überall. Eduardo Camavinga ist alles und doch wieder nichts. Er ist die Luft, die wir atmen, bis hin zu meinem legendären Mettbrötchen. Fälschlicherweise behaupten Neider, er sei nur ein begnadeter Fußballer oder ein Übermensch. Doch seine wahre Gestalt übersteigt die menschliche Vorstellung einer Gottheit. Er hat die Welt sowie den Fußball und seine Gewichtung in der Gesellschaft geschaffen. Manche meinen sogar, dass unser Handeln durch Eduardo Camavinga bestimmt oder gelenkt sei, was ich als positiv erachte. Laut mancher Heldengeschichte soll er uns alle gezeugt haben, ohne es mitgekriegt zu haben. Also machen wir unseren Vater stolz, indem wir uns mehrere Minuten seiner fußballerischen Meisterwerke in sterblicher menschlicher Hülle widmen, sie in Ehre als Volk halten und feiern. Film ab. Ey, ich muss sagen, ich krieg meine Augen nicht mehr auf. Asiate! Gib das bitte und mach ein Video daraus, besser Camavinga, Camavinga-Gott oder so. So dribbelt er den Gegner auf! John, bitte mach einen Clip. Digga, Camavinga! Bitte mal einen Clip davon und mach Best of Camavinga.